Willkommen hier am frühen, frühen Morgen. Es ist noch Nacht, es ist dunkel. Es ist unsere allererste Nachtfahrt. Wir befinden uns im Vectron, heute in Doppeltraktion unterwegs. Einmal ÖBB Vectron, dahinter Railpool Vectron. Und ja, unsere erste gemeinsame Nachtfahrt im Nebel hier auf der Vorarlbergbahn. Und ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen hier aufrüsten in den Führerständen beider Loks. Und das machen wir jetzt einfach mal und fahren dann danach los. Was wir zunächst machen, ist, dass wir einmal rübergehen in den Führerstand 2. Beziehungsweise nicht in den Führerstand 2, sondern in die andere Lok rübergehen. Hier vorne Railpool-Variante. So. So, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir den auf aktiv setzen, Bremse. Führerbremsventiltrennung auf angeschlossen setzen, Fahrtrichtungswender. Bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise, ob man den bei einer Doppeltraktion in Vorwärtsstellung auch setzen muss oder den einfach neutral behält. Wer es weiß, kann es mir gerne einmal in die Kommentare reinschreiben. Hier können wir schon mal die Bremsen lösen. Das passt soweit. Ich setze ihn jetzt mal hier in Vorwärtsstellung. Und sofern ich das richtig mitbekommen habe, können wir erstmal hier das Display auf Ausstellen. Können wir oder müssten wir sogar hier bei der Zugkraft, die müssen wir dann runtersetzen auf 150 Kilonewton, damit wir bei beiden Loks zusammen dann tatsächlich 300 Kilonewton haben und das nicht mehr als 300 werden. Also dass wir 150 hier, 150 dort in unserer führenden Lok haben und das müsste dann soweit passen. Zugsammelschiene natürlich auf ausgestellt, brauchen wir nicht soweit. Pantograph einstellen können wir nicht ändern, weil das passt hier so für Österreich. Und dann können wir ansonsten hier die Displays noch ausschalten. Die brauchen wir hier definitiv nicht. Und das wäre es dann auch schon, was hier gemacht wurde oder zu machen ist. So, einmal die Türen bitte zu. Na, komm schon. Das ist immer ein bisschen schwer, hier die Türen zuzukriegen. So, hervorragend. Und dann einmal, wir haben eh noch halt einmal hier in unsere Lok eingestiegen. Da kommt uns auch was entgegen. Oder nicht entgegen. Da. 185. Schalten hier noch die Tür zu. Dann einmal das Display auf dunkel gestellt. Hauptschlüssel aktiv und wechseln wir hier einmal die Displays durch. Dann haben wir hier dreimal weiß vorne und hinten haben wir die Zugschlusstafeln. Hervorragend. So, wir dürfen gleich fahren. Ausfahrtsignal ist schon gestellt. Dann gehen wir hier noch in die Zugeinstellung und setzen hier die Zugkraft ebenfalls auf 150 kN. PZB-Modus M. So. Dann machen wir uns noch die Sicherungssysteme an. PZB an, LZB an, SIFA an. Federspeicher ist gelöst. Und dann können wir abfahren. Genau. So, und Fahrtrichtungswender, so. Und los geht's. Wir können die Displays hier der Helligkeit runterstellen. Das wird uns gleich nämlich sonst nur blenden. Auch hier können wir das machen. Einmal hier auf dunkler gestellt. So, wir fahren langsam los. Genau, wir rollen. Einmal Leistung abschalten, um zu sehen, ob wir anhalten. Nö, wir rollen, das heißt also, keine Bremsen sind angelegt. Rollprobe ist hier ganz verkürzt erfolgreich. Und für uns geht's jetzt los. Auch das Display stellen wir mal hier auf dunkler.
Und das hier ebenso. Wie ging das denn hier noch gleich? So. Herrlich, das erste Mal hier so richtig im Nebel unterwegs. Ups. Einmal hier ganz kurz in den Fotomodus gesprungen, weil wir ein wundervolles Thumbnail an dieser Stelle brauchen. Es ist genau das Signal dort im Weg. Moment mal. Haben wir da irgendwas nicht bestätigt, anscheinend? Ist die Verzwangsbremsung oder so? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, jetzt aber. Können wir mal einmal hier ganz kurz die Schärfentiefe runterstellen. Den Schwerpunkt auch schon mal runter. Dann das Sichtfeld erhöhen bzw. verniedrigen und den Schwerpunkt nachziehen. Hier vorne haben wir noch mehr, noch einen Vectron abgestellt. Genau, so. So, auf geht's. Also eigentlich müssten wir hier so fahren, ne, mit dem Fernlicht. Allerdings ist das mit dem Nebel etwas sehr blendend. Daher nehmen wir mal hier die Zugspitzensignale. So. Hier aus irgendeinem Grund fahren wir jetzt nicht. Warum fahren wir nicht? Na, liebe Lok? Was ist los mit dir? Bremse lösen. Die Leistung auf 100% gesetzt. Bringt uns tatsächlich hier in Fahrt. Und auf geht's. Wir fahren jetzt bis Bludenz. Fahren aus mit 40 km/h. Und haben hier eigentlich einen Zuglängenmesser. So, das müsste eigentlich funktionieren. Hat mir letztens jemand in die Kommentare geschrieben, dass der Vectron angeblich kein Zuglängenmesser hat. Das stimmt halt gar nicht. Hat er hier. Ne, und da sehen wir den Zuglängenmesser aktiv an der Stelle. Wir dürfen nur 40 gerade fahren.
Da sehen wir dann auch, wenn der Zuglenkmesser praktisch abgelaufen ist, sind wir dann vorbei an der Stelle, wo wir angefangen haben zu messen. So, noch 100 Meter. Und zack. Also da ist der Zuglenkmesser für die Person, die falsche Informationen verbreitet hat in den Kommentaren. Da ist der Zuglenkmesser, der existiert. Und wir dürfen jetzt 100 fahren. Ich denke mal, das könnte auch unsere Form Maxi heute sein, 100 km/h. Ich denke mal, es wird jetzt nicht viel los sein um diese Uhrzeit. Na, vielleicht können wir doch die, die Zugkraft erhöhen auf 200 kN. Machen wir jetzt einfach mal. Achso, God Mode ist natürlich jetzt auch wieder aktiv. God Mode ist wieder da. Vielen Dank an den guten Fubian. Und dann fahren wir jetzt hier entspannt durch die Nacht. Durch die österreichische Nacht. Ganz alpin. Nebel. Am frühen, frühen Morgen um 3 Uhr. Da, wo andere schlafen, da ist DB Cargo dann unterwegs. Oder nicht nur DB Cargo, sondern auch alle anderen Cargos. Oh, hier würde ich gerne nochmal ein Foto machen. Weil ich glaube, dass das hier ganz hübsch aussieht. Mit der Beleuchtung. Oh, es geht. Joa. Nö, doch nicht. Nein. Kann man SIFA auslösen. SIFA-Zwangsbremsung hat mich hier gerade gecatcht. Wir verlieren immer noch an Geschwindigkeit. Jetzt legen wir wieder Geschwindigkeit zu. Dann können wir uns auch mal die AFB anmachen. Achso, dafür müssen wir den Fahrschalter auf ausstellen. So, genau. Dann AFB einmal durchgedrückt. Und AFB an. AFB. AFB. Dann die AFB einmal auf 100 eingestellt. So, und bestätigen. Und Leistung aufschalten. Ja, um die Uhrzeit ist natürlich hier nichts mehr los auf der Strecke. Keine Personenzüge oder so, die uns jetzt begegnen werden. Das Repaint hier übrigens, ÖBB Vectron, gibt es im Creators Club. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Videobeschreibung.
Ich glaube, hier darf theoretisch 110 gefahren werden. Auch hier einfach mal den Längenmesser aktiv. Da sehen wir, jetzt haben wir die Distanz, die läuft hier runter. Love it. Weil ich nicht weiß, ob wir mit unserem Zug hier tatsächlich schneller als 100 fahren dürfen. Ich denke nicht. Genau, also mit der God Mod können wir auch komplett hier rauszoomen übrigens. Ja, dann haben wir alles im Blick, aber ich mag es, wenn es ein bisschen reingezoomt ist. Hier die Silhouetten der Berge deuten sich hier nur so an im Licht. So, jetzt haut die Lok die E-Bremse noch rein, weil es bergab geht. Wir können natürlich auch das Licht hier komplett ausschalten. Aber ein bisschen Licht ist nicht schlecht, ehrlicherweise. Wir können auch das ganze Führerstandslicht anschalten. Aber das ist mir ein bisschen zu grell. So, das finde ich eigentlich am besten. So, Signale sind weiterhin grün. Ich erwarte auch ehrlicherweise nicht, dass sich das hier noch groß ändert. Wir haben noch 26 Kilometer Luftlinie bis nach Bludenz Rangierbahnhof. Man ist ein bisschen was auf der Straße noch los. Und einmal über den nächsten Bahnhof durchgebraust. Aber durch den nächsten Bahnhof. Der da heißt Hohenems.
Da müssen wir doch einmal Hauptschalter raus. So. Machen wir mal kurz das Licht an, damit ich was sehe. Oh, da ist noch ein Talent unterwegs. Wahnsinn. Und jetzt, Hauptschalter schließen. Genau. So, Landeseinstellungen sind weiterhin richtig. Das ist hier unser Weg, der hier noch vor uns liegt. Wir sind ungefähr auf der Hälfte angekommen. Wir fahren weiter im Stoisch unsere 100. KMH. Ja, sie vermeldet sich auch. Nicht, dass wir hier einschlafen. Aber das tun wir ja nicht. Aber was ich hier ganz gut finde, muss ich gerade sagen, hier an den Gebäuden, hier sind nicht alle Lichter an. Weil für die Uhrzeit immer noch sehr viele Lichter an, aber vielleicht war das auch so eine Art Industriegebäude. Auf der Autobahn ist noch einiges los. Oh, keine britischen Kennzeichen, sehr gut. Das ist irgendwie auch ein cooles Bild. So. Wir sollen... Okay, wir haben keine bestimmte Uhrzeit, zu der wir ankommen sollen in Blue Dance. Oh. Ich habe aus Versehen auf den Batterieschalter gedrückt. Ach herrlich, so eine Nachtfahrt. Immer wieder sehr, sehr gerne. Kann man sich vor allen Dingen einfach sehr gut angucken, wenn man selbst abends im Bett liegt. Dann ist das viel angenehmer als so eine Fahrt, die tagsüber stattfindet. Kann man sich praktisch zum Einschlafen angucken. Wer will? Auch schön hier das Bügelfeuer. Herrlich. Also ich bin mehr als nur begeistert von dieser Lok.
Das Einzige, was tatsächlich etwas schade ist, ist, dass halt ihr Maschinenraum nicht begehbar ist, aber das ist halt so. Signale sind weiterhin grün, da ist schon der nächste Bahnhof, der sich da andeutet. Bäume auch schon mit so einer herbstlichen Vegetation hier. So wie auch draußen aktuell die Bäume langsam orange werden, weil der Sommer uns langsam, aber doch sehr schnellen Schrittes verlässt. Ich freue mich schon extremst darauf, dass mit Release der Vollversion von TSV 4 ja auch alle anderen DLCs wieder spielbar sind. Und da gibt es dann hier auf der Strecke ja auch noch Fahrten, zumindest von der KI. Ich weiß nicht, ob man die auch selbst fahren kann, mit der Baureihe 182 von MRCE und Intercity-Wagen. Und wenn wir Glück haben, gibt es auch Formationen mit dem Vectron und Intercity-Wagen. Ansonsten kann man sich das ja recht leicht selbst zusammenbasteln durch den Free-Roam-Modus. Ups. Das ist ja kein Problem. Man kann sich da ja einfach, weiß ich nicht, eine 101 mit Intercity-Wagen hinspawnen, die 101 abkuppeln, die 101 wieder löschen, sich ein Vectron hinspawnen, ankuppeln und los geht's. Also das ist eine Sache von 2 Minuten. Danach muss man sich einfach nur noch selbst irgendwo in den Weg stellen und kann dann mit dem Vectron auch ein Intercity fahren im Fahrplanmodus. Das ist gar kein Problem. So, Ankündigung auf 90. Wir nehmen mal hier die E-Bremse. So, AFB stellen wir mal auch auf 90. Und einmal rein in den Tunnel. Können wir mal das Fernlicht einschalten. Gut, ist auch nicht so ein großer Unterschied. Okay, es gibt leider auch keinen Hall im Tunnel. Das ist schade.
Ich kann nicht mehr in die Außenkamera springen. Hä? Was ist denn das? Das ist ja mal komisch. Ich kann nicht mehr, wenn ich auf... jetzt geht's wieder. Komisch. Was hatte da gerade hieß? Ich konnte einfach gerade für so 10, 15 Sekunden nicht mehr in die Außenkamera springen. So, wir dürfen auch schon wieder 100 fahren. Ist das eigentlich eine Autobahn? Ja, ne? Ich glaube schon. So, 16 Kilometer haben wir noch. Genau. Also auch nicht mehr allzu viel. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, ehrlicherweise, das Gefühl habe ich auch, wenn ich in Realität auch in Österreich bin, die Bahnhöfe und alles andere auch, was so mit der Bahn angeht, ist in Österreich schon so viel besser, ne? Also allein schon der physische Status von einigen S-Bahnhöfen in Deutschland ist wirklich absolut grausam. Aber kaum überschreitet man die Grenze, egal, ob nun Österreich, Schweiz oder Niederlande, sieht das schon ganz anders aus. Das Gefühl hatte ich mal, als ich vor, ja, ich glaube, das ist grob 2 Jahre her, bin ich mit dem ICE nach Amsterdam gefahren. Und wirklich ab dem Moment, wo man die Grenze überschritten hat von Deutschland in Richtung Niederlande, konnte man einfach diesen Unterschied der Regionalbahnhöfe sehen, an dem man so vorbeigefahren ist, dass die alle so viel besser aussahen. So unglaublich viel besser. Der Unterschied war so krass an der Grenze, weil es dort einfach genauso heftig aufgefallen ist. Und da muss ich sagen, das finde ich echt schade, dass Deutschland seit vielen Jahrzehnten, sagen wir mal, die Bahn als Verkehrsmittel sehr vernachlässigt hat. Was leider politisch mehr oder weniger auch so gewollt war, wenn man sich anguckt, wer in den vergangenen oder welche Parteien in den vergangenen, ja, sagen wir mal 3 Jahrzehnten, vielleicht sogar 4 Jahrzehnten unsere Verkehrsminister gestellt haben, dann merkt man sehr schnell, dass da eventuell auch leider ein großer Einfluss der Autolobby dahinter stecken könnte. Böse Zungen würden behaupten, dass Verkehrsminister aus Bayern sich vor allen Dingen um Automarken aus Bayern und sowas interessieren und sich weniger für die Bahn interessieren. Aber ja, ne? Gut, also Elefant im Raum ist natürlich die CSU. Da braucht man jetzt nicht drum herum zu reden, dass da kein wirkliches Interesse an Bahnverkehr und dann Klimaschutz und sowas besteht. Ich glaube, das wird keiner an dieser Stelle, da wird mir keiner widersprechen. Also wer mir sagt, dass die CSU für Klimaschutz steht, der kann mir auch bestimmt erzählen, dass die Sterne am Himmel nur irgendwelche Löcher im Himmelszelt sind. Ja? Ich will gar nicht so politisch werden, aber es ist manchmal ein bisschen bitter, wenn man dann in anderen Ländern unterwegs ist, in unseren Nachbarländern und sieht, wie schön und wie gut doch vieles dort ablaufen kann. Klar ist auch in Österreich nicht alles perfekt. Aber ich glaube, in Österreich und in der Schweiz läuft einiges deutlich besser als in Deutschland. So, 10 Kilometer noch.
schauen wir, dass wir nicht noch eine Zwangsbremse bekommen. So, 8,1 Kilometer und wir fahren weiter in unsere 100 km/h. Hab kurz weggeguckt. Hauptschalter ist uns rausgeflogen. Hoch. Stromnehmer ist aber noch oben. Ja. Sehen wir auch übrigens die Begrenzung hier auf 200 Kilonewton. Was wir leider hier nicht sehen, dass, weil wir in Doppeltraktion unterwegs sind, können wir hier leider nicht sehen, was unsere zweite Lok eigentlich gerade hier macht. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Können wir auch hier nicht sehen. Hier können wir auch nichts machen. Einmal vorbei am Bahnhof hier. Die Arbeiter einmal kurz gewarnt. So, einmal bremsen. Wir haben nämlich 60 zu erwarten. Gucken wir mal, dass wir keine Zwangse bekommen. Und schnell runter auf unter 70 km/h. Die Bremse voll rein.
So. Lass mal ausrollen. Es geht eh leicht bergauf. Dann können wir die AFB schon mal auf 60 voreinstellen. Und bestätigen. Und Leistung aufschalten. So, und halt zu erwarten. 1,7 Kilometer müssen wir anhalten. So, dann lass mal ausrollen. Ups. Das bestätigen wir natürlich noch mal. Ich mag die Stimme tatsächlich sehr, diese Zugbeeinflussungsstimme. So, wir haben heute ein bisschen mehr als 1000 Kilowattstunden verbraucht und haben 100 zurückgespeist. Ja, geht besser, aber ja. Was sollen wir machen? Wir sind hauptsächlich bergauf gefahren. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt genau 40 fahren. Ja. So, was haben wir da? MRCE Vectron steht auch schon hier in den Startlöchern. Und da hinten 185 von Railion. Oder was, DB Cargo? So, nutzen wir, soweit es geht, die E-Bremse. Da vorne müssen wir anhalten. Haben also noch ein ganzes Stück Weg. Vielleicht schaffen wir es noch 100 Kilowattstunden zurückzuspeisen, aber ich glaube es nicht. Aber vielleicht doch. Ja, doch, vermutlich eher nicht so. 97, vielleicht schaffe ich noch 98 Kilowattstunden. Ja, 98 haben wir geschafft. Komm schon. Eine Kilowattstunde noch. Bevor wir gleich die... Ah, okay, wir müssen die Zugbremse reinhauen. So, jetzt aber 100. Jawohl. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir sind hier angekommen und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.